Zuerst hieß man sie willkommen, empfing sie mit offenen Armen, behandelte sie wie Angehörige. Der Bruder begann zu glauben, dass seine Schwester recht haben könnte. Sorataku, Miku Mosta. Ich muss das tun. Zu unserem Besten? Was muss sie denn tun? Okay, er glaubte, dass sie willkommen. Okay, waren sie schon mal hier? Naja, gut. Dann würde ich sagen... Können wir mit ihm... Man kann mit ihm, glaube ich, auch nicht reden, ne? Hey, kleiner Bruder. Ich finde das so krass, dass halt die Narbe auch da ist, so wie im Vorgänger. Oder im ersten Teil. So gut. So. Da lass doch mal gucken. Ja, wir haben noch einiges offen. Hier scheint es ja auch noch weiter zu gehen. Da oben, da ist ein Relikt. Da können wir eigentlich mal hindüsen. Man kann ja auch eine Schnellreise machen, ne? Das würde ich mal eben machen. Und dann mal eben gucken. Wir müssen jetzt einmal komplett drehen. Müsste Richtung Norden sein. Können gleich mal unser Fernglas rausholen. Oh, was ist das denn hier? Waren wir da schon? Ja doch, das war ja das erste, ne? Unser Fernglas gleich mal rausholen. Fahren wir richtig? Ja. So, warte. Ich mach mal Luki Luki. Da waren wir schon. Da waren wir auch schon. Okay, noch nichts groß zu sehen. Das heißt, wir düsen erstmal weiter. Mit unserem Bananenbötchen. Hier vorbei und dann da hinten hin. Und dann gucken wir mal. Da können wir jetzt was entdecken gleich mit dem Fernglas. Oh, da hinten liegt was. Das würde ich mir gleich direkt holen. Ja, das Relikt. Jawohl. Da ist unser nächster Ort. Da haben wir auch noch einen Ort. Da haben wir noch ein Boot-Upgrade. Da haben wir noch ein Relikt. Sehr schön. Das lobe ich mir. Gucken wir weiter. Was haben wir da noch? Auch noch ein Relikt. Oh, ein Ort der Karte hinzugefügt. Ein Büchlein. Dann gucken wir doch mal auf die Mappe. So, da oben. Ach du Heiliger. Ja, Tagebücher. Da ist noch ein Ort. Und der andere Ort, wo war der? Da. Holy shit. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal das Relikt hier. Dann das Upgrade, dann das andere Relikt. Und wenn wir das haben, rudern wir dann darüber. Das ist, glaube ich, ein guter Plan. Dann machen wir das doch mal. So. Dann holen wir das Relikt doch mal. Tada! Eine alte Uhr. Na, sieh mal einer an. So. Wo ist das Upgrade? Schauen wir mal. Irgendwo hier hinter... Ne, da ist es. Eine alte Uhr. Relikte alter, vergessener Zeiten. Oder Relikte. Noch mehr Upgrade. Juhu. Oh, hier ist auch noch was. Hallo, Moment. Was ist das denn hier? Nein! Oh, da waren Tiere. Oh, Mist, das muss ich nochmal machen. Ich versuche nochmal ein bisschen... Oh, den haben wir. 8 von 20 Kreaturen. Aber die Vögel will ich nochmal ausprobieren. Ich hoffe, die respawnen. Sieht jetzt nicht danach aus. Ich düse nochmal ein bisschen weiter weg. Hä, wie cool sind das Delfine? Nee, Delfine hatten wir ja, glaube ich, schon, ne? So, Benzin ist alle.
für den Nitro. Hä, wie geil. Ja, folgt uns, liebe Kollegen. So, guck mal, ob die Vögel nochmal da sind. Es sieht nicht so danach aus. Ah, schade. Dürfen wir nicht vergessen, dass wir hier nochmal hin müssen. Ah, wie ärgerlich. Doch, da sind sie. Ich drücke E. Ja. Juhu. Und noch ein Relikt. Schreibmaschine. Ach, Relikte von längst vergessenen Zeiten. So. Gut, und dann haben wir gesagt, jetzt nach rechts, ne? Genau, und zwar dahin. Und dann gucken wir mal. Guck mal eben gerade in der Ferne. Da ist noch ein Boot-Upgrade. Da ist noch ein Aussichtspunkt. Den könnten wir uns eigentlich mal schnappen, bevor wir zum Dings gehen, weil wenn wir schon eh einmal hier auf dem Weg sind. Können wir uns auch das Boot-Upgrade holen und dann zum Aussichtspunkt. Weil das deckt ja auch die Karte wieder ein bisschen auf. Ein bisschen wie bei Assassin's Creed. Apropos Assassin's Creed. Ich spiele gerade privat tatsächlich Assassin's Creed Odyssey. Das trifft es ja eigentlich ganz gut mit dem Bootfahren hier. Und ich muss sagen, ich bin ja jetzt nicht so der Assassin's Creed-Fan. Aber Odyssey hat es mir ein bisschen angetan, weil ich tatsächlich Black Flag sehr gerne gespielt habe. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das macht echt Laune, so privat ein bisschen. Und tatsächlich The Evil West habe ich jetzt angefangen zu spielen. Was echt ein cooler Story-Shooter ist, so Third Person tatsächlich. Das macht echt Spaß. Also einfach nur geradeaus, lineare Story. Und let's go. Es geht so darum, dass im Wilden Westen so Vampire hausen und dass man die so auslöschen muss. Ist eigentlich also sehr, sehr cool gemacht. Sehr blutig auch. Ne? Nein, aber ich finde bei Odyssey, muss ich sagen, die riesige Open World, wie umfangreich das einfach ist. Jetzt habe ich mal gelesen, gab 50 bis 70 Stunden wohl nur Main Story. Das ist aber schon sehr übertrieben. Aber da wären wir wieder beim Thema, ne? Konsumieren, konsumieren, konsumieren. Und dass du halt einfach die Zeit dafür nicht hast. Otto Normalverbraucher hat die Zeit dafür nicht. Sind wir ja einfach ehrlich, wie es ist. Das ist einfach so. Ja? Und du, derjenige, der ganz genau, so wie ich auch, noch am Arbeiten ist, 8 Stunden täglich, vielleicht sogar mehr, man weiß es nicht, der weiß ganz genau, man hat nicht so viel Zeit. Und man will auch nicht so viel Zeit investieren in so ein Game. Keine Ahnung, 50 Stunden, überleg mal, da bist du in 3 Jahren noch nicht fertig. Wenn du auch alles machen willst, ne? Aber ich muss sagen, die Ubisoft-Spiele gefallen mir halt einfach wegen den Open Worlds. Die sind einfach so schön. Ich mag das halt, wenn Open Worlds Details haben. Tierwelten. An jeder Ecke sieht's anders aus, nicht gleich. Das sind Open Worlds, die mich interessieren, die ich mag, die ich gerne erkunde. Ja, und ich freue mich, Open Worlds. Ich freue mich, Open Worlds zu spielen, muss ich sagen. 7 Elemente der Karte hinzugefügt. Na, gucken wir doch gleich mal. Und ich warte ja sehnsüchtig, ich bin ja ein großer Rennspiel-Fan, auf Test Drive Unlimited, Solar Crown. Ich bin noch zwiegespalten, ob ich das gutheißen soll, weil immer noch kein Gameplay zu sehen war. Bisher, seitdem das angekündigt worden ist. Aber bei Solar Crown oder beziehungsweise bei der Test Drive Serie war es ja so gewesen, dass du auch immer zum Beispiel, in Autoläden rein konntest und so. Das war ganz cool. Also so richtig so in der Ego-Perspektive rein. Und, wir fahren erstmal da zu dem Buch. Das würde ich erstmal gerne holen. Die Autos angucken, du hattest ein Clubhaus, gab ein eigenes Haus mit Garage, wo du rumlaufen konntest, dich kleiden, tapezieren, deine Wohnung einrichten. Das war ganz cool. Warum macht man nicht mal so ein Rennspiel? Habe ich die Tage noch so drüber philosophiert. Warum kann man nicht mal so ein Rennspiel machen?
Open World, ja, gerne. Sie muss nicht riesig sein, ja? Schon so, dass man vernünftig sich erkunden kann und alles. So wie damals bei Test Drive 1 Hawaii. Reicht ja schon völlig. Ist ja völlig in Ordnung. Ja? Und dass du halt ein Haus hast, wo du also mehrere Häuser kaufen kannst auf der Insel. Das kann man ja machen. Ne? Dass die Häuser da sind. Du dafür Geld natürlich verdienst. Ein Rennen, klar, pipapo, ne? So eine Rennorganisation mit Luxuskarossen, so wie es bei Test Drive auch ist, Häuser kaufen kannst. Und dann aber auch, was ich ein nettes Feature finde, dass du zum Beispiel auch tanken müsstest. Warum macht man das nicht? Warum macht man das nicht so, dass man zum Beispiel tanken muss, so als Feature? Ja, überall auch Tankstellen verteilt, großzügig. Und wenn dein Sprit aus ist, dann kannst du zum Beispiel, weil das ja Open World und Multiplayer ist, kannst du Leute anfragen, die vielleicht in der Nähe sind, ob die dich abholen und dich nach Hause fahren. Du könntest aber auch zu deinem Haus springen, ja, sagen wir mal so als Schnellreise, was aber dann so emuliert, ja, du bist nach Hause gelaufen, das hat dich halt Zeit gekostet und keine Ahnung. Oder du bestellst halt einen Abschlepper, was Abschleppen natürlich auch Zeit kostet. Oder nicht nur Zeit, sondern auch Geld kostet. So. Ja, bis der dann da ist und tralala und so. Finde ich ganz witzig. Warum nicht mal sowas machen? Weil dieses Mitfahren, das gab es tatsächlich bei Test Drive 1, wenn ich mich recht entsinne, dass man zum Beispiel Leute mitnehmen konnte in der Open World. Das ging. Auch im Multiplayer. Das wäre halt ein echt geiles Feature, wenn du sagst, ey, yo, bring mich nach Hause. Und warum nicht auch aussteigen? Es muss ja kein GTA sein. Ne? Aber so halt einfach aussteigen, vielleicht einfach mal eine Runde spazieren gehen, weil es halt so schöne Open Worlds gibt. Wie zum Beispiel, und dann kommen wir wieder beim Thema Ubisoft. Ne? Vielleicht machen die das ja bei The Crew 3 so, dass man da aussteigen kann. Weil einfach nur, weißt du, und dann läufst du da rum, kannst vielleicht sogar ein paar Sachen entdecken und genieße einfach so die Landschaft. Hast vielleicht ein Fotoapparat dabei, kannst vielleicht sogar Fotos schießen für dein Auto in perfekter Pose, weißt du? Willst du ein paar geile Shots machen? Oh, ich glaube, ich habe jetzt den Rückweg genommen. Entschuldigung. Und, weißt du, sowas halt, ne? Oder, ja, weiß nicht, was könnte man zu Fuß denn sonst noch machen? Wie gesagt, es soll kein GTA dann werden in dem Sinne, ne? Es soll einfach nur so als Erkundung dienen. Dass halt rumläufst und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht entdeckst du so genau so Scheunenfunde, wie sie ja schon mal hatten. Dass man so alte Reliktautos findet, die man dann vielleicht so sammeln kann. Irgendwelche Sammelsachen, die man auch machen kann. Aber da musst du halt aussteigen, dann kannst du nicht mit dem Auto hinfahren, sowas vielleicht. So, hier war zurück der Weg, hier war nichts, dann gehen wir mal hier nach oben. So. Nee, aber sowas finde ich halt witzig. Und auch mit dem Tanken ist halt ganz nice die Idee. Warum macht man sowas nicht? Ich war immer mal überlegen, ob ich nicht einfach mal Ivory Tower, die Entwickler von The Crew, ja, anschreibe. Okay. Alle Objekte in Dings entdeckt. Okay, in der Nähe entdeckt. Alles klar. Weil ich mich jetzt ein bisschen gewundert habe, weil wir nur zwei haben. Aber okay. So. Dann geht's zurück zum Bötchen. Nee, aber das fände ich halt mal ganz cool, sowas so. Weißt du, wo du wirklich aussteigen kannst. Ne, von mir aus auch mit einer Animation. Es muss ja nicht gleich live aussteigen sein. Komm ich hier? Achso. Weißt du, wo du eine Animation hast, kurz einen spannenden Bildschirm und dann stehst du neben deinem Auto. Reicht ja schon völlig. Muss ja nicht so aufwendig sein. Und dann kannst du halt einfach spazieren gehen. Ja, also die natürlich können die Leute nicht umfahren. Also die anderen Spieler. Sondern einfach nur als Gimmick halt, weißt du? So, dann lass mal jetzt das Boot-Upgrade da oben holen. Hier das hier. Und dann würden wir hier oben einfach mal abräumen. So, dann düsen wir mal. Nein, aber das wäre so mein Wunsch an die nächste Rennspielgeneration. Aussteigen. Das wäre noch der nächste logische Schritt. Würde ich behaupten. Das wird, glaube ich, das Genre auch nochmal auf einen ganz anderen Level heben. Als Erkundung. Nicht nur mit dem Auto, sondern auch wirklich zu Fuß, weißt du? Noch ein Upgrade. Juhu! So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir reinkommen. Pfeile, die haben wir schon entdeckt, ja. Da geht's, glaube ich, rein. Die Brücke können wir runterziehen, das würde ich auch direkt machen.
Ja, sehr schön. So. So. Ich glaube, das mit dem Charakterwechsel hier ist, glaube ich, so, glaube ich, dass sie das nicht zufällig gemacht haben, also nicht prozedural, sondern dass auf gewissen Inseln der jeweilige Charakter dann einfach geht. Glaube ich, so haben die es gemacht. Ja, eine Rieseneidechse. Glaube ich zumindest. Yo, Strong Crutcher. Creature. 1 von 9. Juhu. So, dann machen wir mal das Tor offen, dann können wir da wieder weiter mit dem Bötchen. So, bin mal gespannt, was für ein Gebäude das hier ist. Wir hatten ja jetzt schon einiges, ne? Wir hatten eine Company, wir hatten ein Hotel. Ah, wie cool. So. Wie geil. Bin gespannt, was es ist. So. Dann ziehen wir mal runter zum Schleppen weiterfahren. So. Ja, Mann. Und dann geht's los. O'Higgins Dorfwohnungen. Also sind wir jetzt in einem Wohnblock. Einen ehemaligen. Was ich sehr cool finde, vor allem hier unten, das finde ich sehr, sehr geil. Lal mit den Fischen, das ist ja voll cool. Hä, wie geil das einfach ist. O'Higgins Village. Voll cool. So, gucken wir erstmal hier. Okay, da kommen wir nicht weiter. Da wir jetzt mit der Kugel weitergehen. Mit der Erbse, wollte ich gerade sagen. Mit dem Samen, den wir auch schon direkt hier haben. Überall Staubsauger. Was hat das nur zu bedeuten? Aber ihr wisst, wichtig ist erstmal umgucken. Hier kommen wir also schon mal nicht weiter. Gut, hat sich ja voll gelohnt. Aber hier nach oben fahren. Oder vielleicht doch erst die Kugel unten mit. Ah, ich nehme die erstmal mit. Das ist alles sehr komisch. Fernseher, Staubsauger, Telefone hatten wir schon. Ventilatoren. Das ist alles sehr, sehr komisch, oder? Was hat das nur zu bedeuten? Und dass die Samen der... Oh. Gut, dass wir hingegangen sind. Die Samen der Vergangenheit. Stimmt, ne? Aha. Gut, dass wir hier waren. Die Samen der Vergangenheit. Ja, die Leute haben früher viel Fernsehen geschaut, viel telefoniert. Und natürlich auch viel gesaugt. So. Und natürlich war es auch warm, deswegen haben sie auch die Ventilatoren benutzt. So, dann wollen wir mal. Ab nach oben. Hui! Das ist also der komplette Wohnkomplex hier. Alter Falter. Hier wurde also getanzt, glaube ich. Will die schwarze Pflanze mit den Echos die Opfer verspotten? Weiß ich nicht. Oh, Gewitter. So. Da geht's runter. Oh, sie schimpfen mit dem da oben. War es vielleicht ein Anführer? Kann das sein? Der irgendwas versprochen hat und sie haben sich dagegen versucht zu wehren. Okay.
okay. Ich dachte, ich sehe vielleicht schon mal irgendwie was, Blume oder so, aber anscheinend nicht. Aber wir müssen jetzt hinten runter. Ja, sie haben auf jeden Fall mit dem geschimpft. Vielleicht hat er irgendwas versprochen. Vielleicht war der ja hier so der Bürgermeister. Bürgermeister. So. Alter, diese Eidechse macht mir ein bisschen Angst. So, haben wir auch. Geht's hier sonst noch irgendwo lang? Dass ich irgendwas verpasse? Nee, okay. Ich frage mich, wann diese schwarze Hand wiederkommt, die wir mal gesehen haben. Oder was das war. Gott, Alter. So, wir kommen ganz gut voran. Wenn ich das so sagen darf. Spüre was? Aber wo? Das ist drüben, okay. Hier wurde also geangelt. Dafür sind die Haken. Die haben damit gefischt. Ah, hier Essensvorräte. Geräuchert dann quasi hier so ein bisschen oder beziehungsweise ausgehangen. Gedörrt. Getrocknet. So, hier war sonst nichts, ne? Nicht, dass da oben irgendwas ist. Ich guck nochmal vorsichtshalber. Also hier haben sie dann geangelt. Das waren ja ihre Wohnungen hier. Ob das dann die zweite Generation dann war? Die überlebt hat wahrscheinlich, ne? Überlebenskolonie, die auf den Häusern geflüchtet ist. So. Hallo. Da lang? Okay. I know what you mean, but I'm looking here nochmal too. And this is a very nice bed. And I go to this red holz and I rutsching on the sling line. Hui, so. Gut. Ah, wie schön. Ich mag das hier. Dieses zu erkunden und selbst rauszufinden. Huch, was war das denn da drüben gerade? Hä? Die Eidechse. Flupp, da ist sie weg. Flupp, da ist sie da. Flupp, da ist sie weg. Da ist sie da. Flupp, da ist sie weg. ich mag das einfach hier zu erkunden. Und sich selbst zu überlegen, was ist hier passiert, wie kann es sein und... Na, das ist halt mega geil. Ich mag sowas. So, bevor wir da jetzt weitergehen, erstmal hier. Hier sieht aus, als wäre hier was. Deswegen gehen wir erstmal... Aha! Das Blümchen. So, noch drei Blumen, dann haben wir's. Ja, Hanflor gesagt? Gib das Hanflor frei. Und zwar sofort. Achso, andere Seite. Wow, ist schwer. Diese geilen Statuen hier. Mit diesen, weiß nicht, Tigern, Löwen, nee. Irgendwas ist es. So, ich leg mal ab. Wir müssen nämlich jetzt erstmal den Stein einsetzen. Hätte ich auch Feuer machen können. Wo geht's denn hier hin? Sag mal. Aha. Aha. Und hier haben wir die Abkürzung zurück. Die uns wieder zum Start, glaube ich, bringt, oder? Ja. Das ist also der Weg zurück. Gut, falls wir doch mal hier hin wollen oder so. Aber wir haben die Muschel ja gefunden. Ich glaube, wir haben hier unten alles soweit bekommen. Hä, wie geil das einfach ist mit da unten mit dem Schild unter Wasser. Entschuldigung, ich werde das noch ein paar Mal häufiger sagen. So. Hoppa. So. Gut.
Na dann. Es sind kleine Mini-Rätsel, es sind nicht schwere. Aber es sind schöne Rätsel, die Spaß machen. Muss man einfach sagen. So. Dann. Ja. Bevor wir... Ah, hier. Ich dachte erst, hier geht's weiter. Ein Tagebuch fehlt noch. Wie soll das denn gehen? Oder muss ich mit der... Nee, hä? Und jetzt? Warte mal, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Gut, kann ich ja nicht mit runternehmen, ne? Oder ist hier noch was? Oh, warte mal, hier. Hier war ich noch nicht. Ah, hier. So. Ja, das wird noch lustig. Gut. Dann geht's erstmal hier weiter. Nee, hier. So. Hopp und hopp und hopp und hopp. Ach, schön. Wenigstens hat es aufgehört zu regnen. Und es wird, glaube ich, wird es wieder Tag? Oder hatten wir jetzt... Wir hatten Nacht, ne? Oder Abend. Ich glaube, es wird wieder Tag. Sehr schön. Was? Also. Hört sich so komisch an, immer mit der Eidechse. Sollen wir die Angst machen? Aber die scheinen ja auch mutiert zu sein, ne? Hä, wie geil. Einfach hier jetzt abtauchen und gucken, was da unten ist. Aber die scheinen auch mutiert zu sein, ne? Aber so große Eidechsen. Gibt es solche großen Eidechsen? Doch, obwohl gibt's, ne? Oder? Krass. Gut. So. Ja, es ist Tag geworden. Ah, da ist die Sonne. Und da ist das letzte Sammelstück. Einen neuen Stil freigeschaltet. Dann gucken wir mal. Das ist unsere Kleidung jetzt. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal. Freier Stil. Bitte was? Hui. Ist ein bisschen, ja, freier. Sieht ein bisschen aus wie, na sag mal schnell. Wie Ariel die Meerjungfrau. Naja, warte mal, ich mach die Abkürzung mal frei. Aber hast du auch mal gesehen. Haben wir den jetzt? Dann haben wir ja, glaube ich, schon alle, ne? Also von den Stilen her haben wir, glaube ich, schon alle. Ich fand Kletterer auch, glaube ich, ganz schön. Ich glaube, ich nehme nochmal Kletterer. Kletterer fand ich ganz cool irgendwie. So. Ich nehme mal mit. Das heißt, uns fehlt, glaube ich, nur noch ein Buch. Das ist da oben irgendwo. Dann haben wir, glaube ich, alles. Ja, Moment. Ich sehe es schon. So. Und da ist das letzte Büchlein. Na, da bin ich mal gespannt. Dann hüllte ein mächtiger Sturm unsere Stadt ein und aus diesem Sturm kam der große Mann. Hm, auf dem Boot da, aber wer war der große Mann? Brachte er die Fäulnis? Oder die schwarze Masse? War der große Mann gutmütig oder nicht? Das ist ja die große Frage. Aller Fragen.
wie wir uns einfach nach oben arbeiten.